er durch. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Last Guardian. Oh, wie die Augen gleich aufleuchten. Der Hebel ist schon unten. Ich muss hier unten hin. Ich weiß es nicht genau. Kriege ich denn die Kette jetzt hoch? Wartet mal, ich stelle das mal erstmal ab und guck nochmal. Kann ich denn hier irgendwas machen? Nee, den Nebel habe ich ausgelöst. Da guckt er schon. Oh! Jetzt hier nicht mit dem Jungen runtergehen, einfach so. Ich bin der Meinung, ich muss das da unten drin hinhängen. Nimm's. Scheiße, ich hab mich verdrückt. Ich hab nicht drauf geachtet. So, und jetzt? Und nun? Was ist das? Interessant. Warte mal. Ah! Das ist voll der... Schieb das mal hier hin, weil ich der Meinung bin, das muss da hin. Was haben wir hier? Haben wir noch ein Fass? Ich habe Greifen gedrückt. Ich drücke wieder Greifen. Seht ihr, dass wieder Hotspot verschwindet? Ah, ist ja wieder typisch. Ich habe noch eine Idee. Wenn wir das da hinschieben. Drauf. Das wiegt doch 100 Tonnen.
läuft das wieder? Komm, Rico. Trico. Zieh dran! Ich kann ihn auch nicht richtig hinstellen. Es ist wieder zum traurig. Es ist wieder traurig. Ja, jetzt bist du wieder hier. Klasse. Muss das hier hin? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt machst du es, ne? Ja, ich kann das Ding hier hinschieben, irgendwie was. Kann ich das wieder abnehmen eigentlich? Da stand Gefäß aufhängen, ne? Ach, du bist doch ein Idiot. Ach, jetzt kletterst du die Kette hoch. Das haben wir doch die ganze letzte Folge versucht. Ey, das ist doch wohl ein Witz. Hast du das Fass gefunden, Trico? Oder muss ich erst wieder werfen? Wahrscheinlich, ne? Hallo, Junge. Guck mal, was ich hier hab. Oh. Und da oben müssen wir rauf. Das ist ja jetzt einfach. Ja, komm. Wir klettern hoch. Das schaffen wir. Ja, jetzt geh mal wieder zurück. Jetzt geh mal wieder zurück. Oh, nö. Ah, die Kamera dreht nicht weiter. Die blieb eben stehen. Sehr schön. Ich glaube, es klappt. Na? Komm, mach. Och, Mensch, Trico! Ich verzweifle hier. Okay. Okay. Wieder so crazy. Wieder so crazy. Okay. Okay. Ihr Fokuse. Ihr Nutze. Ihr Fokuse. Ihr Fokuse. Ihr Butte. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht. Jetzt gehen wir am besten noch wieder zurück in den anderen Raum. Ich weiß es nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Ohne ihn komme ich da nicht hin und die Steuerung, ich begreife das einfach nicht.
Ich visiere doch genau den Bereich da hinten an. Das sieht man doch. Da sollst du hin. Ja, super. Was habe ich jetzt gekonnt? Gar nichts. Das ist sehr, sehr eigensinnig, das Tier. Jetzt fehlt wirklich noch, dass er dann wieder in den anderen Raum geht. Und dann war es das. Ja, na klar. Da sollst du hin. Mann. Dann kann das Tier auch hier bleiben. Dann hätte ich es nicht reinholen brauchen. Ich weiß es nicht. Ich kann absolut nichts machen. Er macht, was er will und nicht, was er soll. Komm, geh doch mal dahin. So. Er lässt sich gar nicht stören von mir. Tja. Dann können wir wohl hier aufhören. Dann war es das wohl. Schade um das schöne Spiel. Aber hier wird ordentlich Potenzial verschenkt. Vielleicht auch der Grund, warum man so wenig davon gesehen hat auch als Let's Play. Also die ganzen Großen, die ich so verfolge, davon hat das nicht einer gezockt. Nur mal so eine Demo. Da hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber da war derjenige auch schon viel weiter. Aber so, das ist ja sinnlos. Ich kann das Ding da nicht abnehmen. Das geht nicht. Das habe ich ja probiert. Ich kann da noch was ranhängen. Anhängen kam da oder so. Passt auf, wir gehen da nochmal hin. Ach, wartet mal eine Sekunde. Ja, als Nichtraucher muss man immer akzeptieren, dass Leute, die rauchen, einem in die Wohnung fallen können. Ich kann hier nichts machen. Deswegen, ich bin eben aufgestanden, habe das Fenster zugemacht. Das wird noch lustig. Im Moment bin ich sowieso nicht glücklich, wie das hier so ist bei mir zu Hause. Da, naja. Eine Baustelle weg, kommt die nächste. Tja, das wird die nächste Schnippelfolge. Ich muss ja mal gucken, irgendwas läuft ja hier wieder nicht so, wie es laufen soll. Kann ich das Ding denn noch ziehen, wenn der hier drinne steht? Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen. Ja, ich kann es noch ziehen. Aber jetzt muss ich ja erstmal wieder hierher kommen. Guck mal, er geht, er schleicht. Und wenn man ein bisschen weiter macht, jetzt läuft er. Man hat gar keine andere Möglichkeit. Und er ignoriert mich. Er interessiert sich einen Scheiß für mich. Ja gut, ich versuche ihn wieder in den Raum zu bekommen. Ich melde mich dann wieder, wenn ich das geschafft habe. Vielleicht ist jetzt auch hier vorbei, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bis hoffentlich gleich. Kann ich absteigen? Kann ich absteigen? Ich kann nicht absteigen. Er geht nicht runter hier. Guck mal, was der Junge macht. So, jetzt haben wir hier zwei Augen. Kann ich das anfassen? Also ich habe den Kontrollpunkt nochmal neu geladen, weil der hat gar nicht mehr reagiert. Dann muss irgendwo muss ein Hebel sein, würde ich sagen. Vielleicht hätte ich hier gar nicht runterhüpfen dürfen. Äh.
geht doch aber jetzt hier nicht weiter. Reifen? Was ist das? Hm, ich verstehe. Warte. Ich schwimme uns mal hier vorne hin. So. So. Ich dachte, ich muss die beiden irgendwo absenken, aber das ist ja noch einfacher. So. Hoch. Ja, ich hoffe, jetzt ist besser. So. Tut mir ja leid, mein Geschimpfe, aber ich kann es nicht ändern. Denn ich habe da jetzt noch mal was gelesen dazu und ich mache es ja nicht verkehrt. Guck mal, jetzt macht er das gleich. Warum hat er das da nicht gemacht? Warum ist er wieder zurückgegangen in den anderen Raum? Ich verstehe sowas nicht. Sind da noch mehr? Er quietscht hier so. Er geht aber auch, ich kann ihn gar nicht steuern. Er reagiert auf gar keine Bewegung hier vom Klöppel. Er steht nur da und macht I und U. Ich weiß, dass das eine ungünstige Situation war, aber naja. Aber ich gebe zu, was mich am meisten stört, ist, dass die Grafik hier, die läuft hier mit 20 Frames oder so. Das ist absolut traurig. Hier. Aufheben, aufheben. So. Wartet mal. Da ist ein Gitter vor. Oh, guckt euch das mal an. Wie schwerfällig. Er geht auch nicht runter, ne? Nö. Warum auch? Kann ich ihn hier schieben? Ja. Och, Mann. Geil. Ich vermute mal, er bleibt dann irgendwo hängen. Guckt euch das mal an. Da komme ich aber jetzt nicht mehr hoch. Komm mal runter. Halt mal deinen Schwanz hin. Da sind wir bei den nächsten Problemen. Du musst mir schon helfen, aber dreh dich doch einfach um und zeig mir deinen Schwanz. Dann kann ich doch da hochklettern. Oder stört das Ding da hinten? Aber da komme ich doch auch nicht hin. Das ist doch viel zu weit weg. Ja. Macht keinen Sinn. Macht absolut keinen Sinn.
Ja, jetzt kann ich das hier wieder wegschieben. Super. Hier ist auch nur ein Loch. Ja, macht alles keinen Sinn. Ja, nochmal. Aha, gut. Das funktioniert dann so. Ich brauche dein Schwänzchen. Oh, guck mal, da oben, da hängt auch noch so ein Auge. Da oben müssen wir hin. Ach du Kacke. Kletter doch, geh doch einfach rauf, genau. Nee, hier kann er sich nirgendwo festhalten. Idiot, ja. Ja. Guter Rat ist teuer. Hier geht's jedenfalls nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Was wollen wir machen, Junge? Na, mal schauen. Vielleicht fällt uns nächste Folge was ein. Ich danke mal trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.